Angela Merkel. Definitiv. Und gab es denn auch Punkte, wo Sie überrascht waren über Martin Schulz, was Sie nicht erwartet? Ich war überrascht, wie auswendig gelernt alles geklungen hat im Endeffekt. Ich bin froh, dass es gut gelaufen ist. Ich fand die Bundeskanzlerin hervorragend. Hätte mir allerdings von der Moderatorenseite... Hey, Angela! Ich hätte mir von der Moderatorenseite ein bisschen mehr die Themen Wirtschaft, Arbeit, Bildung und so gewünscht. Bei Herrn Schulz hatte ich in vielen Stellen das Gefühl, dass er besser war, als man vorher geahnt hat. Und Frau Merkel hatte ein großartiges Finale. Vielleicht hätte sie etwas eher zum Schlusssport ansetzen sollen. Man musste ja die Differenzen mit der Lupe suchen. Also man war ja eigentlich schon froh, dass sie sich am Schluss nicht umarmt haben, weil das war ja eine solche Einigkeit. Und deswegen fand ich den Titel Duell wirklich ein Fake. Frau Merkel hat ihre Positionen vorgetragen, ich meine. Und konnte man schon doch einen deutlichen Unterschied sowohl im Stil als auch in der inhaltlichen Ausrichtung erkennen. Es war gut, aber nicht sehr gut. Es fehlten eigentlich einige Themen. Und ich fand auch den Martin Schulz gut. Nicht so eindeutig, finde ich. Mir haben ein paar Themen gefehlt. Zum Beispiel? Bildung, soziale Gerechtigkeit und so weiter, waren schon ein paar Sachen. Das ist ja heute auch vielfach kommentiert. Ich hätte nächsten Sonntag auch noch Zeit gehabt. Ich hätte mir noch ein zweites angeholt. Ich finde das total spannend. Ich hätte einen Tatort vorgezogen. Der wäre spannender gewesen als das Duell. Und an dem Duell war ja eigentlich das besonders interessant, was nicht gesagt worden ist. Bisschen langweilig. Merkel gut. Moderatoren haben sich zu lange über Flüchtlingsthema aufgehalten. Schulz nicht schlecht, aber verloren. Martin Schulz hat es gut gemacht. Er hat auch, glaube ich, ein paar sehr gute Argumente vorgetragen, auf die die Kanzlerin keine Antworten hatte. Zum Beispiel in der Frage, was machen wir mit der Türkei? Er sehr klare Positionen bezogen hat. Ich fand das echte Duell auch ziemlich interessant. Vor allem, dass der Kandidat Schulz ja bei einem Thema, was ja seit Jahrzehnten ein Thema der SPD ist, nämlich dass die Türkei Vollmitglied der Europäischen Union werden soll, dass er da eine 180-Grad-Wende hingelegt hat im Fernsehen. Ich fand Martin Schulz sehr gut beim gestrigen TV-Duell. Es kamen zwar nicht die Themen zur Sprache, bei denen die Sozialdemokratie ihr ganzes Herzblut noch mal stärker reinhängt, nämlich Bildung, Soziales, Familie, Arbeit, Rente, das spielte ja alles keine Rolle. Da hätte man noch mal stärker sehen können, was die beiden unterscheidet. Ach, ich würde die Kritik eher bei der Kanzlerin festmachen. Die hatte Angst vor einer freien, offenen Diskussion und hat ihren Regierungssprecher ein so enges Korsett verhandeln lassen, dass leider nicht viel mehr rausgekommen ist. Ich war super zufrieden, habe sie noch nie so entspannt und so locker erlebt und gleichzeitig auch verantwortlich für das, was politisch zu entscheiden ist. Ich glaube, das hat viele Bürgerinnen und Bürger überzeugt. Jedenfalls sagen mir das die Reaktionen heute den ganzen Tag.